Die Hamburger spielen im 4-1-4-1-System. Vorne mit Ito, mit Jan-Fiete Arp, mit Luis Holtby, mit Khaled Naray, der zuletzt so stark war. Und dann im Mittelfeld zentral defensiv Orel Mangala, kam neu als Laie vom VfB Stuttgart. Und hinten Lacroix, werden Sie vielleicht auch noch nicht so gut kennen, der kam als Laie vom AS Saint-Étienne. Sakai ist klar und Wanyoman auf der linken verteidigt nicht im Tor, sondern sein Nachfolger Manuel Neuer. Ja, und die Bayern hinten mit einer interessanten Aufstellung und deswegen wird das auch, glaube ich, ganz spannend, wie die Bayern hinten agieren werden gegen den Topsturm der Hamburger. Das sind mit Mihailovic, Avucha und Köhn Nachwuchsspieler. Vorne wird es dann schon richtig gut. Coman, Rudi, Sanchez, Goretzka schauen wir gerne hin. Robben und Wagner, also vorne 1A mit Sternchen und hinten wohl so eine Aufstellung für die Zukunft. Warum auch nicht? Die Avuten Bayern von links nach rechts hier einen dicken Brocken Selbstvertrauen. Also wie gesagt, stark da vorne mit Ito. Und er kommt nicht zum Schuss. Orel, schön gemacht, sehr offensiv am Anfang. Wanyoman. Wieder hier der Ball und die erste Möglichkeit und tolle Fußabwehr gegen Luis Holtby. Manuel Neuer. Und nochmal die dicke Möglichkeit und der linke Fuß, das linke Bein von Manuel Neuer, das da stark hier. Und die Möglichkeit für die Münchner. Also, Anfangsphase, zwei dicke Möglichkeiten. Sandro Wagner. Blendend vorbereitet von Robben. 13 Punkte geholt. Das war aller Ehren wert, hat aber noch nicht gereicht. Und Robben mit seinem starken Linken, nachdem Tom Mickel den Ball nach vorne abgewehrt hat, war nicht so doll. Niko Kovac, wie gesagt, von 99 bis 2001 in Hamburg, genau wie auch sein Boss Salihamidžić, der Jo Coman. Kingsley Coman, der so gut drauf war in der letzten Saison und sich dann im Februar diesen Syndesmos. Deswegen die Möglichkeit über Arp. Und da unten, das finde ich ganz schön, Rafinha, der gerade Richtung Sanchez geklatscht hat. Weitermachen war dein Bock, aber macht nichts. Nichts, wenn sie ein auf die Partien. Moment mal, Robben, so wie er ist. Von rechts nach links und dann rechts vorbei. Also morgen 18.30 Uhr, Volkswagen Pokalfieber. Die Bayern müssen ja gegen Drochtersen ran und die Hamburger gegen Erndtebrück. Das sind jetzt keine monsterschweren Aufgaben. Das sind schon gewaltige Zahlen. Schön gemacht! Klasse Schuss von Khaled Naray. In Deutschland geboren, Togolese, der hat beim letzten Spiel beim 3:0-Sieg gegen Sandhausen zwei Buden gemacht. In Russland auch nur ein Einsatz und Holtby! Und da ist das 1:0. Holtby auf Naray und genau 24 Minuten gespielt, 1:0 ASV. An Sakai vorbei und Elfmeter. Naja, kam zu spät. Hat dann noch Sliding Tackling versucht, Sakai, aber schauen wir nochmal. Der Ex-Nationalspieler. Das macht er aber mal ganz mit kalter Hundeschnauze. 31. Minute. Goretzka, schön! Ach, war das ein
tolles Tor. Das Hackentor vom alten Slowener Sandro Wagner. Klasse. Goretzka, Hacke, Wagner, 2-1, 41. Minute. Das war zum, ganz ehrlich, Zungenschnalzen. Schauen Sie hin. Wagner, Schrati mit der 31. Und fast der Ausgleich. Jairo Samperio. Lasocca lässt für Jairo. Und schöne Kombination zu Beginn der zweiten Halbzeit. Coman, Ribéry. Weiter geht's. Sanchez kommt da nicht mehr ran. Und dann wieder eine Hacke. Das wäre natürlich eine... Der Portugiese, Europameister. Und hier versucht das und schön gerettet dann von Pollersbeck. Qualitäten. Rudi mit dem Außenriss für Goretzka. Sehr schön. Das wäre ein brillantes Tor gewesen. Ärgert sich, dass es nicht zum Triple gereicht hat. Hier Goretzka mit der Hacke für Coman. Irgendwie haben sie auf die Hacke eingeschossen. Da war schon freie Schussbahn für Coman mit seinem Linker. Oje, oje. Müller erkenne ich wenigstens. Thiago. Und da haben wir Thomas Müller kurz im Bild gehabt. Das ist nämlich eine schöne Geschichte. Genau auf den Tag vor 10 Jahren begann seine Bundesliga-Karriere gegen den HSV. Nicht im Volksparkstadion, sondern in München, aber es war auf den Tag genau vor 10 Jahren. Das ist doch eine schöne Kiste. Endstand ungewöhnlich. Schön runtergeholt, Franzke. Ribéry. Und Sanchez. Und den kann er auch reinbringen. Völlig frei mit dem Linken. Ist es nicht sein super starker, der Linke, aber aus der Entfernung kann man da oben auch ins Eck reintreffen. Irgendwie wieder fangen. Wenn du ihn jetzt rausnimmst, dann fängt er wieder an sich zu zweifeln. Jatta. Eckball. Kommt aus einer kapverdischen Einwandererfamilie. Und da ist das 3-1 für die Münchner. Der Jubiläumsmüller. Der 10-jährige Müller trifft in Hamburg. 73. Minute. Ja, auch ein Thomas Müller muss sich schon anstrengen bei Niko Kovac. Da ist die Konkurrenz. Türkse. Glück gehabt. Der wäre ihm fast durch die Beine gezwitschert. Pollersbeck. Wäre fast so ein richtig schönes Hosenträgertor geworden. Kimmich, Ribéry lässt durch und da ist das 4-1 durch Müller. Kimmich, Ribéry und Müller.
Das war klasse. Nach 85 Minuten. Das war